Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe ein bisschen was bei DM geshoppt, den Haul dazu hast du auch schon gesehen. Und jetzt möchte ich die ganzen Produkte mal so ein bisschen in meinem Gesicht testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es wird auch noch eine kleine, aber feine Verlosung geben. Bleib einfach dran. Genau. Ich muss erstmal meinen Haarreif aufsetzen, denn man weiß ja nie. Als erstes habe ich mir von Catrice diesen Ultra Primer geholt, der ja neu ist. Der soll 10 Eigenschaften haben. Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Pore Minimizing, Evens Out Skin Tone, Blurs Imperfections und UV Protection 15. Das ist der Tensational 10-in-1 Dream Primer. Und dann gucken wir mal, wie traumhaft dieses Produkt wirklich so ist. So, den gebe ich mir jetzt erstmal hier so auf. Ach, guck mal, der hat sogar eine Farbe, ne? Das ist auch interessant. Guck, ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche, ne? Riecht sehr cremig, sehr angenehm. Und den kann man bestimmt auch einfach so verwenden, als über der Tagescreme im Alltag. Weil der tatsächlich so ein bisschen auch die Haut einfärbt. Minimal, aber er macht was. Ja, der fühlt sich ganz schön an. Und verleiht auch irgendwie einen leichten Glow, finde ich. Ne? Also ganz leicht, jetzt nicht wie das How Cosmetics Shine Elixier. Ja, sieht schon mal ganz nice aus. Das gefällt mir. Ob der jetzt wirklich Poren minimiert, ob der ja, mit Feuchtigkeit versorgt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Ich habe nicht so wirklich vergrößerte Poren, deswegen kann da nicht so viel passieren bei mir. Den Hautton hat er schon so ein bisschen angepasst, beziehungsweise hat einige Unebenheiten ausgeglichen, aber halt jetzt nicht so ultramäßig. Es ist halt ein Primer und keine CC-Cream. Ja, interessantes Produkt. Wird jetzt ein paar Mal noch verwendet, aber jetzt so auf den ersten Blick wirkt es schon mal ganz gut. Grundierung, feuchtigkeitsspendend, Antifalten, natürliche Strahlen, Schutz vor Umwelteinflüssen, Antioxidantien, Poren minimierend, Hautton ausgleichend, weichzeichnend und UV-Schutz. Krümmelt jetzt auch nicht, ne? Also von daher, das ist schon mal ganz nice. Dann habe ich hier von L'Oreal die CC C'est Magique Anti-Redness Skin Enhancer. Optischer Hautton optimierender. Optischer Hautton optimierer Anti-Rötung. So, genau. Das möchte ich jetzt heute tatsächlich als Foundation verwenden, weil es ist ja eine CC Cream. Kommt natürlich grün raus. Ja. Sehr grün. Telefon. Riecht nach Sonnencreme. Ja, und sie macht wirklich, was draufsteht, ne? Color Correcting, definitiv, ein Auto fährt vorbei. Dunkelt jetzt schon so ein bisschen nach. Also da bin ich gespannt, ob das auch vom Hautton her passend sein wird. Ja, ansonsten, das ist schon mal ganz nice. Ließ sich jetzt auch sehr schnell verteilen und ist natürlich jetzt nicht ultra deckend, ne? Also du spürst es nicht auf der Haut. Es ist halt wie, als würde ich jetzt mein Gesicht eincremen. Aber nicht, als würde ich mir jetzt eine Foundation auftragen. Deswegen mache ich das jetzt auch wirklich mit meinen Fingern. Ich gucke mal, ob ich das gleich, wenn ich einen Concealer auch auftrage, noch mit einem Schwämmchen verblenden werde. Aber es fühlt sich so schon mal wie eine ganz normale Tagescreme an. Es ist sehr, sehr angenehm. Na, ich werde das jetzt schon mal mit einem Schwämmchen einarbeiten, weil das doch sehr fleckig wird. Das finde ich dann nicht so praktisch. Das gefällt mir jetzt tatsächlich gar nicht so ultra vom Finish her, weil du das sehr, sehr fleckig hast, ne? Das finde ich unpraktisch. Also, jetzt nichts, wo ich sagen würde, das kann ich mal eben schnell mit den Fingern auftragen, weil dann wird es sehr, sehr fleckig und ich finde, sie hat auch einen leichten Gelbstich und sie deckt halt auch nicht hier meine Problemrötungen ab. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen da la. Auch nochmal von Namen, also man sieht es im Haaransatz auf jeden Fall, finde ich, dass die hier so einen Rand macht. Das finde ich doof. Ansonsten halt relativ fleckig. Ne? Also ich sehe das hier zum Beispiel, dass da das Ganze sehr, sehr fleckig aussieht. Und um den Mund herum ist es auch sehr fleckig geworden. Das gefällt mir jetzt nicht so unbedingt. Ne? Ansonsten, ich sag mal so jetzt, ne, sie ist schön mit der Haut verschmolzen. Das sieht auch alles ganz nice aus. Aber ich finde sie ein bisschen zu fleckig. Das ist schade. Vielleicht, wenn ich die ein bisschen aufbaue, das versuche ich jetzt mal, ob die dann weniger fleckig wird. Wobei man da eher Gefahr läuft, dass es eben fleckiger wird. Das arbeite ich dann direkt mit dem Beauty-Schwämmchen ein und nicht mit den Fingern. Wobei, wenn du das jetzt mit dem Schwämmchen machst, dann bleibt eher ein Grünschleier zurück. Das finde ich irgendwie, das gefällt mir nicht so. Ne?
Ja, also ist jetzt weniger fleckig, aber dennoch habe ich hier bei meinem Haaransatz echt einen Ansatz. Also, ne, das sieht echt krass aus. Dadurch, dass ich das jetzt nicht mit den Fingern verteilt habe, sondern nur mit dem Schwämmchen, habe ich einen leichten Grünschleier nach wie vor auf dem Gesicht und irgendwie gefällt mir die nicht so gut. Also ich kann mir die vielleicht vorstellen als Primer unter einer Foundation, aber als CC-Cream, sprich Color Correcting Cream, die nur als Foundation-Ersatz genommen wird, finde ich die nicht gut genug. Leider. Weil die nicht günstig war. Einen neuen Concealer habe ich mir geholt. Von BH Cosmetics den Studio Pro Total Coverage Concealer. Was jetzt natürlich jetzt nicht so unbedingt zu der natürlichen Base passt. Aber gut, den habe ich mir geholt in der Farbe 102. Es ist immer schwierig, sowas im Internet zu kaufen, weil man nie genau weiß, ob die Farbe passt. Deswegen gucken wir uns den erstmal so an. Also der kommt hier mit so einem Spender. Das finde ich, weiß ich nicht. Sieht so aus. Das könnte tatsächlich passen. Ja. Riecht relativ neutral. Und jetzt habe ich so ein Minischwämmchen und damit trage ich den mal auf. Das kann was werden. Da ich keinen Lidschattenprimer habe, verteile ich den auch auf meinem Lid. Das ist jetzt extrem hell, finde ich. Wow, also ich hätte nicht gedacht, dass die Farbe so hell ist. Im Internet, das sieht immer alles so anders aus, ne? Und jetzt mit dieser CC-Creme in Kombination hast du natürlich eine krasse Augenpartie, während alles andere sehr natürlich aussieht. Ja, deswegen gehe ich hier lieber mal mit dem Schwämmchen nochmal drüber, um das ein bisschen besser zu verteilen. Sonst sieht das echt ein bisschen creepy aus. Brauchst auch jetzt nicht allzu viel. Also ich arbeite immer noch das Produkt ein, was ich hier auf meiner Hand geswatcht hatte. Und dann nochmal mit dem großen Schwämmchen drüber. Ei, das hält ja derbe auf. Das ist ja der helle Wahnsinn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich finde den Concealer sehr gut von der Deckkraft her, aber ich finde, dass er auch sehr trocken ist und ich habe das Gefühl, dass ich ihn ganz schnell abpudern muss, denn der creased. Wenn ich die Augen so schön zusammenkneife, dann sieht man das auch so ein bisschen. Ja, also das ist alles sehr, 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 sehr sticky und das muss ganz schnell abgepudert werden, ansonsten wird es ganz furchtbar. Ja, der ist natürlich extrem deckend, was ein absoluter Kontrast zu der CC Cream ist, ne? Der haut mich jetzt aber auch nicht von den Socken. Und er liegt halt auch eher so auf, als dass er sich dann quasi mit der Haut verbindet. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber gut. Interessantes Produkt wird noch ein bisschen weiter getestet. Und ich kriege den gerade nicht mehr rein. Doch, so. So. Genau. Also ich wollte ihn immer schon mal haben und jetzt habe ich ihn. Jo. Jetzt wird das Ganze erstmal fixiert. Ich habe kein neues Puder, also nehme ich jetzt hier eins hier aus meinem Portfolio. Catrice Cosmetics Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Das ist dieses Produkt hier mit einem Spiegelchen. Ja, das Gesicht ist jetzt soweit gesettet. Sowohl der Concealer als auch das Puder gefallen mir irgendwie nicht. Das Puder, ich nehme jetzt immer wieder mal auch Produkte mit in meine Videos, dass ich halt so ein bisschen aussortiere nebenbei. Das heißt, das Puder wird weiter wandern und der Concealer wahrscheinlich auch, denn das ist mir einfach zu heftig. Das ist mir zu trocken. Das funktioniert so nicht. Ich bin zu alt für sowas. Einen neuen Bronzer habe ich auch und zwar aus der Alverde Kollektion mit Vanessa Mai, dieser Wolke 7 Bronzer. Da hast du einen normalen Bronzer und einen Highlighter quasi, einen dunkleren Highlighter. Und ja, das swatchen wir doch beides einmal. Genau, also das ist schon ziemlich interessant, wie das aussieht und der Highlighter highlightet vor sich hin. Ich denke, dass man den Highlighter zum Bronzer highlighten nehmen kann und nicht zum Highlighter setzen. Jedenfalls nicht bei meinem Hautton. Dann werde ich jetzt erstmal mir den Bronzer aufgeben. Ich finde es ein bisschen umständlich, dass die Fännchen so klein sind. Andererseits ist es so, dass man dann auch mal die Möglichkeit vielleicht hat, so ein Produkt aufzubrauchen. So kann ich halt auf jeden Fall den Übergang von diesem Make-up-Rand zu meinen hellen Haaren, zu meinem hellen Ansatz, auch ein bisschen kaschieren, indem ich halt auch so ein bisschen in die Haare reinbronze. Und gleichzeitig das dann ja auch ins Gesicht reinziehe. Das macht das Ganze halt immer noch so ein bisschen natürlicher quasi, ne? Also das, jetzt müsste das so. Der hat auch irgendwie einen ganz angenehmen Duft, dieser Bronzer hier im Fännchen. Also das riecht jetzt, es ist nicht parfümiert oder so, ne? Das riecht angenehm nach Naturkosmetik. Du hast halt nicht so einen muffigen Duft oder so, was man ja halt gerne Naturkosmetik zuschreibt. Das ist ganz angenehm. Und ich finde es vom Finish her auch ganz schön. Also hier habe ich jetzt Bronzer aufgetragen und auf dieser Seite noch nicht. Die scheint, als wäre da quasi der Mond aufgegangen, die Sonne nicht, weil dafür ist es zu hell. Und hier habe ich den Bronzer aufgetragen, das gleicht das Ganze nochmal so ein bisschen an.
Aber ich muss echt oft reingehen, um das Ganze auch irgendwie gleichmäßig hinzukriegen und um überall Produkt hinzubekommen. Ich muss es ordentlich aufbauen, weil die Fännchen halt so klein sind, kannst du da nicht so mit deinem Pinsel drin rumrühren. Das ist ein bisschen umständlicher. Aber wie schon gesagt, so zum Reisen ist es ganz schön. Oder wenn man halt jetzt nicht unbedingt irre viel Bronzer benutzt, dann ist es halt auch eine gute Sache, dass man halt nicht immer so Riesenprodukte hat. Und er lässt sich schön einblenden, ausblenden, verblenden, umblenden. Jo, der Bronzer gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich bin gleich ganz gespannt, wenn ich da den Bronzer-Topper mal drüber setze, wie das aussieht. Aber dafür muss ich erst einen Blush aufgeben. Da habe ich hier von Catrice den Blush Glowing and Multicolor, diese Blushbox in der Farbe 020 It's Wine O'Clock. Und das ist so schön, Mosaik, ne? Verschiedene Farben, fühlt sich unfassbar schön an. Setze ich mir hier mal zwischen. Hat auch einen leichten Glow tatsächlich und ich mag den Ton. Also das ist dunkelpink ins bisschen Rosenholzmäßige und ja, wir gucken mal. Ne? Den gebe ich mir jetzt erstmal auf. Huch, der krümelt. Ui, einmal mit dem Pinsel rein und holla die Waldfee, okay. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Wenn man so vorsichtig reingeht und das nur so tupft, dann geht es besser, als wenn man das so runter macht, wie ich das eigentlich immer ganz gerne mache. Ja, der hat eine schöne Farbabgabe. Das muss man wirklich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig und ich mag das einfach so vom Finish her auch sehr, sehr gerne. Hm. Ne? Das sieht echt schön gesund aus und ja, ich mag es auch. Also man sieht den Blush und das möchte ich halt auch immer, dass man einen Blush sieht. Das muss auch so sein. Ey, was schick. Ne? Das gefällt mir. Wenn ich jetzt so nah komme und so hell bin, dann sieht man das nicht so. Aber wenn ich ein bisschen weiter weg bin, ich sehe es halt hier im Spiegel. Man sieht es im Real Life. Ich möchte jetzt auch nicht nur für die Kamera mich extra doll schminken, weil heute Abend gehe ich noch auf den Geburtstag. Da möchte ich mich nicht noch umschminken müssen. Gefällt mir richtig gut. Also das ist ein schönes Finish. Und ja, wirklich schön. Gefällt mir. Mag ich. So, bevor ich mir jetzt Highlighter aufgebe. Ach, ich guck mal. Ich mache mal ein bisschen diesen Blush-Topper, den Bronzer-Topper hier auch drüber. Ich gehe da ganz vorsichtig rein, sagte sie und tippte ordentlich rein. Ja, und tipp das mal hier so drüber. Ich weiß nicht, ob man da was sieht. Nicht wirklich, ne? Muss ich derbe reingehen. Ja, einen leichten Glow gibt es auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt so ganz nah vor meinen Spiegel gehe, dann sehe ich das. Aber das sind mir dann auch irgendwie zu grobe Glitzerpartikel, als dass ich mir die wirklich Fullface aufgeben möchte. Ne? Nee, also ich werde mich dann eher auf den Bronzeton. Bronzeton vor allem, ne? Den Bronzing-Ton, den Bronzer, ne? Den matten, hier in der Palette, konzentrieren. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit Augenbrauen. Ich habe kein neues Augenbrauenprodukt, deswegen mache ich mir das mal eben so. Da habe ich hier meinen Action-Augenbrauenstift mit Spoolie und mit normaler Stiftspitze. Den mache ich mir jetzt mal eben drauf. Janas Spiegel kommt wie immer zum Einsatz. Mittlerweile weiß ich, wie ich meine Augenbrauen nachziehen kann und was ich da entsprechend machen muss. Also vor allem, weil ich auch eine Augenbraue habe. Ich kann euch nur das Rizinusöl von Amazon empfehlen, was ich dir mal in der Infobox verlinke. Das hat meine Augenbrauen dazu animiert zu wachsen. Also das benutze ich seit Anfang des Jahres und es entwickeln sich einfach mittlerweile Augenbrauen. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, das können wir jetzt erstmal so lassen. Jetzt wenden wir uns den Augen zu und da habe ich von Catrice diese zwei Schätze gekauft, das hast du auch im Haul gesehen, die Crystallized Eyeshadow Paletten. Da habe ich einmal die Crystallized Amethyst Palette, die werde ich auch gleich tatsächlich im Look verwenden. Damit werde ich dir was Hübsches schminken. Und die Rose Quartz Palette, die wird in diesem Video verlost. Das heißt, ne, kannst du in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Deswegen kann ich die auch leider nicht swatchen oder ausprobieren. Ne? Ne? Ne. Kannst du gewinnen. Ja, dann nehme ich mir mal die Amethyst vor. Empower Your Look, Hashtag Catrice Crystals. Und es ist wieder großartig zugeklebt hier. Zack, hat hier oben auch noch eine Folie über dem Spiegel. So, jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Und ja, das finde ich ganz hübsch von den Fännchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Farben sind das. 10 Farben. Und du hast matte Farben, du hast schimmernde Farben. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine, ja, weiß nicht, Base-Farbe. Aber da werde ich wahrscheinlich diesen Ton hier nehmen. Aber ansonsten bin ich ja auch immer sehr kreativ. Und ich habe ja auch schon mein Lid so ein bisschen abgepudert. Ja,
Wir gucken mal, was wir damit zaubern werden. Ich denke, dass es ein bisschen ins Natürliche tatsächlich auch heute gehen wird, weil ich da einfach Bock drauf habe. Aber ich werde mich auch so ein bisschen an diesem Amethyst und an dem Strength natürlich versuchen. Also im Prinzip wird es doch ein bisschen bunter. Wir lassen uns einfach mal drauf ein und lassen uns vom Flow treiben. Mit dem Ton Greatest Era werde ich jetzt erstmal meinen Lizetten. Der krümelt ein bisschen im Pfännchen. Oh, der ist aber ganz schön dunkel. Hui, dafür, dass ich den zum Setten nehmen wollte. Ne? Ui, ui, ui. Oh, wir gucken mal. In meine Lidfalte kommt jetzt dieser Ton. Das ist die Farbe Vibe. Ich habe hier fast den neuen Blendepinsel von BH Cosmetics unterschlagen, den ich mir gekauft habe. Brush V5. Ein Vegan Blending Brush. Der schaut so aus. Den nehme ich jetzt, um die Farbe Amethyst aufzugeben. Und die gebe ich mir in meine Lidfalte als Vertiefung mit ein. Ich tupfe das erstmal vorsichtig hier so hin. Blende das dann da so rein. Ne, so einen leichten lila Hauch hat's. Die Farbe Strength, das ist dieses Blau, gebe ich mir erstmal auf mein äußeres bewegliches Lid. Ei, ist das krümelig. Das ist ja öde. Ne, das machen wir anders. Ich habe jetzt hier einen angesprühten Smudgerpinsel. Gehe dann in die Farbe Strength, nehme ordentlich was auf und tupfe mir das innen in mein Auge rein, also in meinen Innenwinkel, hier, da. Oh, ist die fleckig. Das ist jetzt wohl ein bisschen intensiver, aber ich finde es immer noch nicht so bombastisch. Aber gut, der Augenlook ist ja auch noch nicht vollendet und ja, der Augenlook wird jetzt garantiert alles andere als dezent werden heute. Und das erfordert echt viel Arbeit, den Ton aufzubauen und überhaupt irgendwie aufs Lid zu bekommen. Mit demselben angefeuchteten Smudging Brush gebe ich mir die Farbe Mood außen auf. Guckt euch dieses Fallout an. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz intensiv genug. Ich gebe darüber jetzt die Farbe Proud. Das ist diese Farbe hier oben. Die hier. Setzt die hier so ein bisschen mehr in die Lidfalte rein. Wieder Amethyst nehmen und die Lidfalte so ein bisschen miteinander verblenden. Und es löst sich einfach hier dieser Ton. Das Gleiche passiert übrigens auch hier, auf dem Auge. Oh, ist das furchtbar. Leute, das wird nix. Ich nehme es runter. Merke also, diese Schimmertöne lassen sich nicht nass auftragen. Auf ein neues. Aber jetzt wird es ein bisschen anders, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser Ton Strength einfach überhaupt nichts für mich ist. Der Ton Amethyst ist mir zu wenig, das heißt, es wird jetzt wirklich ein Nude-Look werden. Tut mir leid, aber mir gibt diese Palette gerade dann einfach nicht her, weil das die einzigen Popfarben sind, die es in dieser Palette gibt. Wie auch schon eben, wird mein Lid jetzt erstmal gesettet mit Greatest Era. Den Ton Vibe von eben setze ich mir jetzt aber sehr, sehr vorsichtig in meine Lidfalte rein, weil mir das eben dann halt auch etwas zu dunkel geworden ist. Den Ton Vibe setze ich mir auch direkt hier mal unter den unteren Wimpernkranz. Mit Greatest Era, also dem Setting-Ton, verblende ich das hier nach oben hin so ein bisschen. Den Ton Mood, das ist ein Schimmerton, setze ich mir tatsächlich außen mit dem Finger hin. Fühlt sich schön weich an und lässt sich dann auch mit dem Finger entsprechend gut auftragen. Diesen Ton, Gold Digger, nehme ich auch mit dem Finger und setze ihn mir innen in mein Auge auf. Mit dem Ton Power, das ist so ein matter Ton, der so ein bisschen ins Ziegelsteinrot geht, sage ich mal, verblende ich meine Lidfalte nochmal, beziehungsweise vertiefe sie so ganz, ganz, ganz leicht. Und verbinde somit auch ein bisschen das Ganze, weil der Ton Goldiger ja auch ein bisschen ins Rötliche geht. Wieder mit Greatest Era. Alles schön nach oben hin verblenden, weil das jetzt ja ein softer Look wird. Den Ton Crystal nehme ich mir ebenfalls mit meinem Finger auf und setze ihn in mein Zentrum. Mit dem Ton Courage setze ich mir sowohl ein Inner Corner Highlight als auch ein Augenbrauen Highlight. Und jetzt habe ich mir einfach einen Easy Peasy Nude Look geschminkt. Ne? Also deswegen, wenn du halt keine Popfarben verwendest, dann sieht das Ganze halt so aus. Ja,
den Ton Vibe gebe ich mir jetzt nochmal mit einem etwas fester gebundenen Pinsel hier unten an, unter den Wimpernkranz, um das halt ein bisschen smokiger noch zu machen. Aber ich sag mal so, für so einen Look brauche ich keine neue Palette haben, ne? Eyeliner habe ich auch nicht neu, dann nehme ich den hier, den Ultra Slimmatic Precise, nein, Ultra Shine Eyeliner Pen in Waterproof von Trended Up. Einen Filz Eyeliner. Der ist scheinbar mittlerweile relativ eingetrocknet. Das war jetzt ein bisschen schwieriger, dann Wing oder überhaupt irgendwas hinzukriegen. Das heißt, der wird jetzt in die Aufgebrauchkiste wandern. Den verwende ich aber auch, glaube ich, schon seit Mai. Also von daher ist es nicht so schlimm. Mascara. Da habe ich mir auch eine neue geholt. Und zwar ist das diese hier von Glam & Doll. Ach Quatsch, von Catrice, die Glam & Doll. Die Waterproof Mascara. Die ist wundervoll. Das ist eine meiner liebsten Mascaren. Und die trage ich mir jetzt auf. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ich mag diese Mascara. Also sie ist jetzt nicht so kabuff, kabäm, kadüdelülü, aber sie ist zuverlässig. Also ich weiß, dass meine Wimpern genau so aussehen, wie ich sie gerne hätte. Ein bisschen dürfen Fliegenbeine bei mir sein, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber dass sie halt nicht verklumpen oder so. Und sie hält einfach den ganzen Tag. Deswegen, ich mag die Glam & Doll Mascara. Und schön, dass sie wieder bei mir ist. Dadurch, dass ich eben auch so viel Fallout weggewischt habe, muss ich mal kurz ein bisschen Blush nachlegen. Weil, also, das ist halt immer das Problem. Wenn die Lidschatten krümmeln und du halt vorher schon so deine Base gemacht hast, dann trägst du halt vieles auch einfach ab. Und dadurch, dass der Concealer halt auch echt krümelig war, habe ich da einfach ein kleines Base-Problem aktuell. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen aufzuheben, indem ich da einfach an den Stellen, wo ich rumgewusselt habe, noch ein bisschen nachlege, beziehungsweise das wieder ausgleiche. Kurz nochmal zur Lidschattenpalette. Die ist bei mir durchgefallen. Also die wird auch direkt weiter wandern. Die wird gar nicht erst in meine Sammlung einziehen. Ich finde es total schade, aber ich kann es nun mal nicht ändern, ne? Denn ich kann damit nur so einen ganz normalen Look schminken, wie ich ihn jetzt habe. Alles andere lässt sich daraus nicht wirklich verwenden und dann macht es für mich keinen Sinn, die weiter in meiner Sammlung aufzubewahren. Zwei Highlighter habe ich und zwar einmal habe ich hier von Elf White Glow, White Gold or Blanc Weiß Gold, hä? Den Weiß Gold? Genau, jedenfalls steht das hier drauf. Fand ich interessant, von Elf habe ich jetzt so noch nicht wirklich Produkte und da wollte ich den Highlighter einfach mal ausprobieren. Er schaut so aus, ist auch wunderschön uneben vorne drauf. Das sieht echt ansprechend aus, finde ich. Und ja, er fühlt sich ganz angenehm an. Ich versuche den jetzt mal auf meinem etwas minimal gebräunten Arm zu swatchen, ob man das da mehr sieht. Ja, ne? Da kann man mehr von sehen, wenn ich den auch so ein bisschen ausblende. Das ist ein schöner Glow, das gefällt mir. Da weiß ich gar nicht, ob ich den anderen Highlighter öffnen werde. Doch, das werde ich schon. Da habe ich hier auch von Alverde Wolke 7 Alverde Vanessa Mai Kollektion. Das ist ein Highlighter-Duo, bestehend aus einem dunklen und einem hellen Highlighter. Warum ich drüber nachdenke, weil ich aktuell mega dabei bin, Highlighter auszusortieren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber trotzdem. Ich werde jetzt beides watchen. Oh, die fühlen sich aber wundervoll an. Oh, die fühlen sich echt schön an. So sehen die auf den Fingern aus. Ja, das sieht auch gut aus. Die swatche ich hier mal neben. Das sieht nicht verkehrt aus. Silber und Gold, ne? Ausgeblendet auch schön. Doch, die sind wohl derbe. Das kann was werden. Ich kann auch zwei Seiten machen, ne? Ja, genau. Meine Herren, ich bin ein bisschen, dadurch, dass mir der erste Look nicht so gelungen ist, bin ich doch ein bisschen paddelig gerade. So, dann gehe ich hier mal mit dem Highlighter-Pinsel rein. Nicht kleckern, sondern klotzen, ne? Und trage mir den hier auf von Elf. Der ist schön. Der ist auf jeden Fall da. Das gefällt mir ganz gut. Und doch, der macht einen schönen Glow. Hat jetzt nicht irgendwie grobe Partikel oder sowas drin. Das sieht sehr, sehr nice aus. Bisschen auch auf die Wange hier. Mag ich ja ganz gerne. Ne? Wenn man lächelt und es einfach glänzt. Am besten Fullface Highlighter, Claudi, ne? Den von Vanessa Mai, den silbernen, wollte ich ausprobieren. Aber weil ich den gleichen Pinsel nehme, mache ich den hier in meinem Quick and Easy Catrice Brush Cleanser sauber. Und gehe dann in diesen silbernen Highlighter hier rein, der sich wirklich sehr, sehr schön weich angefühlt hat. Oh, da kommt gerade ein Megaprodukt auf den Pinsel. Ich glaube, das wird hier abgehen. Ja, ups. Oh, das ist intensiv. Das muss man ihm lassen, ne? Er ist intensiv. Ich muss ihn aber kurz ein bisschen abschwächen, weil das war doch ein bisschen viel. Also der Pinsel greift ja unfassbar viel Pigment jetzt davon auf, weil der sehr, sehr weich ist, ne?
Ich klopfe mal vorher lieber ein bisschen ab und dann trage ich ihn mir auf. Wow, der gefällt mir aber richtig gut. Wahnsinn, was ist das für ein Wow. Schön, dass ich ihn behalte. Aber er hat grobe Pigmente. Ja, er hat groben Glitzer mit drin, ne? Aber ich finde den Wow. Schon heftig. Puh, wenn man den Elf daneben hat, ne? Krass, der ist schön. Aber er ist krass, ich muss ihn ein bisschen abschwächen, weil sonst kann ich so nicht rausgehen, ne? Das ist schön, intensiv, man sieht ihn in der Kamera, aber hier in Real Life sehe ich aus wie eine Disco-Kugel. Das geht nicht, aber schön, gefällt mir. Also der von Vanessa Mai ist tatsächlich eher einer für den Abend, während der von Elf einer auch für tagsüber ist. Und so glänze ich wieder mal vor mich hin und finde es wundervoll. Tja, eigentlich hatte ich einen Lippenstift ausgesucht, der halbwegs zu der Palette Amethyst gepasst hätte. Das ist hier nämlich von Catrice, der Ultimate Matte 200 Lippenstift. Ja, mal gucken. Vielleicht passt er jetzt auch zum Look. Das ist halt kein neues Produkt, der kommt aus meinem Bestand. Ja, sieht jetzt ein bisschen hart aus, finde ich, ne? Mit dem sehr dezenten Augen-Make-up und dann diese Lippen. Das ist schon krass, aber trotzdem, ich finde es eigentlich ganz hübsch. Ja. Jetzt wird das Ganze gesettet. Dafür nehme ich hier meinen 183 Days Fixing Spray Fix in Summer Glow. Und das war's. Ja, ich bin jetzt fertig geschminkt. Ich habe mein Make-up fertig. Die Produkte. Tja, hasse gemerkt, ne? Durchwachsen. Manche werden bleiben, manche müssen gehen. Bei der CC Cream bin ich mir noch nicht sicher. Bei dem Primer weiß ich, dass ich ihn super finde. Also auch den könnte ich einfach so ohne Foundation alltags tragen, weil der halt auch so ein leichtes Einfärbegefühl auch noch gibt. Ansonsten, die Lidschattenpalette war echt ein Flop. Den Blush finde ich super. Den Highlighter, alle beide von Elf und von Alverde finde ich super. Den Bronzer, fantastisch. Ja, ne? Denk an die Verlosung. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.